Oh, die schwarze Kugel ist kaputt. Oh! Brücken bauen, Barrieren beseitigen, was geht ab? Ich bin's wieder, Mr. Blind Life mit einem neuen Video. Und ja, ich weiß, es hat einige Wochen gedauert, dass wieder ein neues Video gekommen ist. Aber ich bin wieder da, ich habe wieder Videothemen mit euch mitgebracht oder Themen, worüber wir sprechen können. Aber bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, den Titel habt ihr ja schon gelesen, nochmal eine ganz kurze Sache. Ich habe letztens probiert, Kurzvideos bei YouTube hochzuladen. Und zwar wollte ich so die Videos, die ich für TikTok und Instagram produziere, hier auf YouTube hochladen. Aber irgendwie werde ich mit diesen Kurzvideos, mit diesen Shorts nicht richtig warm. Also den Shorts, YouTube-Shorts meine ich. Ach, der Witz war so schlecht. Wie seht ihr das denn? Also wollt ihr so unter einer Minute Videos hier auch auf YouTube haben? Oder lieber richtige Videos, wo man so 10 Minuten schön miteinander quatschen kann? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, das wäre super, super nett. Aber jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Video. Das hier sind meine drei Blindenstöcke oder meine drei weißen Langstöcke. Oder nenn es, wie du es möchtest. Ich stelle mir das mal hier kurz zurecht. Und ich habe dazu ein paar Videos auf TikTok gemacht, wo ich halt diese Stöcke mit Autos verglichen habe. Und ja, ich vergleiche Blindenstöcke mit Autos. Warum, wieso, werdet ihr gleich erfahren. In diesem Video möchte ich euch ausführlich erklären oder erzählen, warum ich unterschiedliche Blindenstöcke habe. Also Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Und ich denke mir mal, für die ganzen Neuen, die hier sind, ist das interessant. Aber auch für die alten Hasen unter euch könnte das nochmal ganz interessant sein. Denn ich möchte demnächst noch ein Thema ansprechen. Motivation, Stock nutzen, ja, nein und ich traue mich nicht und so. Habe ich auch schon mal gemacht, das werde ich auch nochmal aufgreifen. Und in dem Bereich nochmal ein bisschen hier einige Menschen motivieren. Traut euch, den Stock zu nutzen. Aber jetzt kommen wir dazu. Ich habe drei Blindenstöcke. Und zwar habe ich zum einen hier einen sogenannten Taststock. Ich habe den Kommentar bekommen, auch auf Instagram, welcher Stock ist denn das? Ich weiß es nicht. Es steht hier nicht drauf. Hier ist nur so eine CE-Prüfung oder was auch immer drauf auf diesem Stock. Hier steht aber nicht drauf, von welcher Marke, von welcher Marke dieser Stock ist. Ich habe wirklich überall drauf geguckt, aber hier ist nur so eine Markierung drauf. Also ich weiß es nicht. Ich habe es von einem Blindenverein oder einem Rehabilitationszentrum in Hamburg. Kann sein, dass es von Ambutec ist, so ein Advanced-Stock, oder ich bin mir nicht sicher. Naja, ich sehe ja noch 2% und dementsprechend kommt für mich ein Taststock in Frage oder ein Kennzeichnungsstock. Denn ich werde garantiert nicht diese gelbe Armbinde mit diesen drei schwarzen Punkten tragen. Das könnt ihr euch mal schön abschminken. Deswegen habe ich so einen Taststock dabei. Warum Taststock oder Kennzeichnungsstock? Dieser Stock ist dünn. Für all diejenigen, die es nicht wissen, mit dem Stock tastet man sich ja voran, so ungefähr. Ihr hört's. Aber mit so einem Stock, der so dünn ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es kaputt geht. Zudem habe ich hier unten an diesem Stock auch keine wirkliche Kugel. Ich habe gar keine Kugel. Das ist einfach nur so eine kleine Spitze. Der Griff ist aus Gummi, würde ich jetzt mal sagen. Und das Ganze ist natürlich weiß. Untenrum rot und obenrum schwarz. Dieser Stock ist so klein und so praktisch, wenn ich ihn zusammenklappe, dass ich mittlerweile diesen Stock eigentlich immer dabei habe. Aber ich benutze ihn nicht immer. Warum? Denn es gibt viele Bereiche, wo ich noch mein Sehvermögen nutzen kann. Ja? Früher habe ich mich nicht getraut, überhaupt einen Stock zu nutzen. Dann habe ich angefangen, nur noch einen Stock zu benutzen. Und jetzt habe ich quasi mit den Jahren gelernt, ich weiß, wann ich einen Blindenstock benutzen muss und wann nicht. Denn nur weil ich gesetzlich blind bin, bedeutet das ja nicht, das ist auch für euch wichtig, dass man jetzt auf einmal immer mit einem Stock rumlaufen muss. Ist zumindest meine Meinung. Und wenn ich weiß, ich kann gewisse Strecken so laufen, ich sehe es oder es sind keine Menschen da oder wie auch immer, das sind ja dann meine Gründe, dann laufe ich auch ohne Stock rum. Aber dieser Stock ist so klein und zwar, dieser Stock ist etwas länger als meine Hand. Ja gut, meine Hand ist jetzt nicht riesig, müsst ihr sagen. Ich habe sehr sanfte Hände. Okay, auf jeden Fall, diese Hand ist nicht so riesig und der Stock ist so klein, es passt eigentlich in jede Jackentasche. Guckt manchmal auch minimal raus, aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem Ambutec-Stock, für die, die es sehen können, es ist doppelt so dick, der Ambutec-Stock, der ist auf jeden Fall noch ein bisschen länger und unpraktischer. Das ist quasi meine A-Klasse, meine Mercedes A-Klasse, klein, praktisch, für zwischendurch immer mal nutzbar, habe ich diesen Kennzeichnungsstock immer dabei und ich liebe diesen Stock. Ich habe ihn mir vor fünf Jahren gekauft, habe den am Anfang als regulären Stock benutzt, habe dann aber gemerkt, nee, als regulären Stock kannst du den gar nicht benutzen, das funktioniert gar nicht. Und ja, bin jetzt dazu übergegangen, den wirklich dafür zu nutzen, wofür der auch eigentlich geeignet ist.
Stock Nummer 2, mein Lieblingsstock, ja, ist der kommende. Ich glaube, das ist ein TF25, weiß ich gar nicht die Länge. Und ich liebe diesen Stock. Dieser Stock hat einen Holzgriff. Ich weiß das Material gar nicht mehr, Kohlefaser oder so, ich weiß es nicht. Und ich habe unten eine kleine schwarze Kugel. Oh, die schwarze Kugel ist kaputt. Oh, Moment mal. Oh nein. Leute, seht ihr das? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich hab die Kugel kaputt gemacht. Die Spitze ist ja unten angeschraubt, nur die Kugel ist abgeknickt. Warte mal, jetzt seht ihr es bestimmt. Das heißt, irgendwie bin ich irgendwo hängen geblieben, dass jetzt die Schraube hier... Oh nee, du, oh nee, du, oh, 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 oh. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, aber jetzt sehe ich das erst im Video. Naja, ich gehe auch nie so nah an die Spitze unten ran und gucke es mir an, aber gut. Dieser Stock ist sehr, sehr leicht. Der ist schwerer natürlich als dieser Kennzeichnungsstock, aber der ist trotzdem vom Verhältnis her sehr, sehr leicht. Und das ist ein Mix aus Teleskopstock und Faltstock oder Klappstock. So, Teleskop, hier. Und diesen Stock benutze ich auch sehr gerne. Er hört sich so an. Ja, die Kugel dreht sich unten nicht mehr. Das ist so witzig. Egal. Und es hat so einen Buchenholzgriff, müsste das sein. Und das ist quasi meine C-Klasse Mercedes. Warum C-Klasse Mercedes? Wer keine Ahnung von Autos hat, die C-Klasse ist meistens sportlich. Ja? So ein Coupé, passen ein paar Menschen rein, kleiner, trotzdem Mercedes, Qualität und ist schick und kann sportlich durch die Gegend fahren. Ich bin halt autoverrückt, ja, und es wird demnächst auch ein krasses Video geben auf meinem Kanal. Also abonniere diesen Kanal. Und diesen Stock habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt oft einen Stock benutzen, aber vielleicht auch nicht immer. Ich kann zwischendurch auch mal den Stock kurz mal in die Jackentasche packen, denn dieser Stock ist auch relativ klein, ist natürlich dicker als der Kennzeichnungsstock. Na, jetzt kriege ich ihn nicht... Oh, Moment, warte mal. Was ist denn hier passiert? Ja, man sollte sich vorbereiten. So, ja, jetzt geh doch mal ran. So, jetzt mache ich den mal ganz klein. Ihr seht, der ist auch wirklich klein, also wenn ich meine Hand jetzt strecke, ist der Stock deutlich länger als meine Hand. Aber wenn ich den Kennzeichnungsstock daneben stelle, merkt ihr, es ist gleich lang. Also der Kennzeichnungsstock, wenn du es zusammengefaltet hast, meine ich natürlich. Und dieser Stock sind gleich lang. Klar, die Hauptgröße ist ja auch die ähnliche, weil ich brauche ja nicht unterschiedliche Stocklängen quasi. Wobei alle drei Stöcke sind nicht gleich lang, davon abgesehen. Aber der Kennzeichnungsstock ist deutlich dünner. Ja, kann ich jetzt nicht in der Kamera so richtig rüberbringen. Und dementsprechend ist der Kennzeichnungsstock natürlich praktischer mitzunehmen. Aber dieser Stock hier hat immer noch so, ich sag mal, für mich persönlich die Einstellung, es ist nicht dick, super dick, es ist nicht super dünn. Aber ich kann diesen Stock viel öfters sehr angenehm ansetzen. Mit dem Stock war ich schon in der Türkei und in anderen Ländern unterwegs und habe quasi 100% diesem Stock vertraut. Aber ich frage mich nur, wo ich diese Spitze zerstört habe. Tja, danke an meinen lieben Augenarzt, der mir ja keine Rezepte ausstellen möchte. Ich muss mal wieder zum Augenarzt. Wollt ihr, dass ich das vlogge? Naja. Der dritte und letzte Stock. Mein Ambutech-Stock. Ja, ich musste es so betonen, denn das ist ein Ambutech-Stock. Ich finde, das klingt schon so heftig. Das ist meine Mercedes S-Klasse. Ihr hört es schon, der klappt sich ganz anders aus. Aua. Und wenn du mit dem pendelst, es funktioniert noch, die Kugel unten mal kontrollieren. Ja. Ich habe eine kleine, nicht eine komplette Kugel, sondern so eine, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Eine dünne, eine kleine Spitze auf jeden Fall. Ich hasse diese riesen Jumbo-Kugeln. Die mag ich nicht. Dieser Stock ist von Ambutech, hat so einen gummierten Griff. Weiß und untenrum rot. Und das ist ein Wievielteiler? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechsteiler. Und dieser Stock ist fett. Guck mal, der ist echt fett. Moment mal, wo kann ich denn das jetzt hier zusammenkriegen? Und wenn ich den zum Beispiel mit meinem Kennzeichnungsstock nebeneinander stelle, ist der Ambutech-Stock sogar etwas länger, weil der auch in der Gesamtlänge etwas länger ist und viel, 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 viel dicker. Das heißt, diesen Stock, ja, kannst du auch in deine Jackentasche quetschen und so, aber es ist nicht so praktisch. Der kommende hingegen ist auch schon dicker, aber nicht so dick wie der Ambutech-Stock und ist natürlich von der Gesamtlänge auch minimal kleiner und ein bisschen praktischer. Das heißt, dieser Stock ist super, super fett und das ist halt meine S-Klasse. Bedeutet,
Den Advanced-Stock müsste das heißen, also mein Kennzeichnungsstock, benutze ich immer nur dann, wenn zum Beispiel zu viele Menschen sind, ich aber mit meinen Augen noch sehen kann, mich aber ein bisschen unwohl fühle und mich kennzeichnen möchte, dann nehme ich diesen Kennzeichnungsstock. Zur Not kann ich auch damit auf dem Boden rumpendeln, aber nicht so praktisch. Den kommenden Stock benutze ich immer dann, wenn ich quasi meinen Augen zwar vertraue, aber auch sehr viel dem Stock vertrauen muss, vielleicht 60-40, 60% Stock, 40% Augen, also ich sehe nur 2%, aber nur damit ihr das Verhältnis versteht, dann benutze ich diesen kommenden Stock, weil den kann ich trotzdem noch sogar in meine Hosentasche so halb reinstecken und so, das geht. Wenn ich aber so ein 90-10 Verhältnis haben möchte oder habe, zum Beispiel im Winter, weil im Winter ist halt schlecht mit den Augen, sehr viel Dunkel, sehr viel Dämmerung, Grau, alles, man sieht nichts, dann habe ich so 90% Stockvertrauen, 10% meinem Auge. Und dementsprechend habe ich dann diese S-Klasse hier, also diesen Ambutech-Stock, der schwer und wertig ist. Jetzt fragt euch natürlich, ja, warum nimm doch einfach einen Stock, der für dich sehr, sehr gut ist. Das wäre ja in diesem Falle der kommende, weil der erfüllt ja quasi, er ist fast so klein wie der Kennzeichnungsstock, er ist nur ein Tick schwerer, aber nicht so schwer wie der Ambutech-Stock, sondern ist genau in der Mitte. Und meistens benutze ich auch den kommende Stock, weil der wirklich quasi alles erfüllt. Er ist quasi fast perfekt. Was mir da noch so ein bisschen fehlt, sind zwei Dinge. Erstmal, er müsste noch dünner und leichter sein. Aber dann habe ich wieder dieses Vertrauen nicht. Ich finde so, wenn ein Stock zu dünn oder zu leicht ist, verliere ich den Vertrauen zum Stock. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr mal sagen. Und auf der anderen Seite muss er schwerer sein, damit er die Qualifikation von dem Ambutech-Stock erfüllt. Das heißt, mein Vertrauen hat dieser Ambutech-Stock wirklich, wenn ich absolut nichts mehr sehen kann. Dann vertraue ich einfach diesem etwas schwereren Stock irgendwie. Ich vergleiche das immer so. Wenn du mit einer Mercedes A-Klasse mit 300 Sachen auf der Autobahn unterwegs bist, von Hamburg nach München, ist nicht so bequem. Du fühlst dich nicht so super wohl, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin schon mal mit einer A-Klasse gefahren. Es geht zwar, aber du fühlst dich nicht wohl. Wenn du aber mit 300 km/h von Hamburg nach München mit einer S-Klasse unterwegs bist, also mit der Luxusausstattung, mit dem richtig schweren, dicken Flaggschiff von Mercedes, dann merkst du gar nicht, dass du 300 fährst. So erkläre ich das immer mit den ganzen Stöcken. Und deswegen ist dieser Ambutech halt für längere Strecken oder gerade im Winter sehr, sehr praktisch für mich. Also ihr seht, das Ganze ist nicht so, so einfach. Und es gibt für mich nicht einen perfekten Langstock, wo ich sage, ich will nur den oder nur den oder nur den oder wie auch immer, sondern es variiert bei mir immer. Wenn die Sonne draußen scheint, ich aber die Wege kenne, nehme ich meinen Kennzeichnungsstock meistens mit. Wenn die Sonne draußen scheint und ich an unbekannten Umgebungen bin oder längere Strecken zurücklege, wo ich nicht genau weiß, ob ich alle Bereiche kenne, nehme ich dann den kommenden Stock mit. Wenn ich im Winter unterwegs bin meistens, es früh dunkel wird, ich weiß, der größte Teil wird dunkel sein und ich bin vielleicht sogar in Gebieten unterwegs, wo ich mich sowieso nicht auskenne, aber selbst in Gebieten, wo ich mich auskenne, mache ich das gerne, dann nehme ich diesen Ambutech-Stock. Und das, meine Freunde, sind meine drei Blindenstöcke, mit denen ich auch sehr vorsichtig umgehen muss, denn mein Augenarzt stellt mir keine Blindenstöcke mehr aus, also kein Rezept für einen Blindenstock. Ich werde es demnächst mal wieder probieren, weil wir haben ja gerade gesehen, mein kommende Stock ist irgendwie kaputt. Da muss ich mir eine neue Spitze für holen. Ja, danke, lieber Augenarzt. Ihr müsst für euch entscheiden, welchen Stock benötigt ihr und setzt euch wirklich nicht an einem Stock fest oder beißt euch nicht an einem Stock fest, sondern habt unterschiedliche Stöcke, die ihr für unterschiedliche Einsatzzwecke habt. Das ist gerade wichtig, unter anderem auch für Menschen, die ein Restsehvermögen haben. Und gerade auch für die Menschen, die sagen, ah, ich möchte nicht so gerne einen Stock benutzen. Denn es klingt komisch, und ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich mir das einbilde. Wenn ich mit diesem Ambutech-Stock rumlaufe, der richtig dick und fett ist und mega, dann denke ich immer, jeder Mensch sieht mich mit diesem Stock. Ich, kilometerweit, alle sehen mich. Wenn ich aber diesen Kennzeichnungsstock in der Hand habe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, die Leute sehen mich zwar, aber ich bin nicht so auffällig. Ich glaube, das ist eine Illusion, weil einfach der eine Stock ist schwerer in der Hand und der andere leichter. Aber vielleicht stimmt das ja wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich bin Mr. Blindlife, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, die einen auf der einen Seite aufklären, den anderen vielleicht einen Anreiz geben, ein paar Blindenstöcke auszuprobieren und vielleicht nicht nur eine Sorte zu haben. Aber vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Blindenstöcke, die ihr benutzt. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Freut euch auf nächste Woche. Da kommt noch ein richtig, richtig krasses Video, hoffentlich. Ich kann leider noch keine großen Ankündigungen machen. Aber ansonsten habe ich noch ein, zwei andere Videos geplant. Werden solche ähnliche Formate sein.
wo ich über tiefgründigere Themen sprechen möchte, weil ja, mir liegt da so ein, zwei Dinge auf dem Herzen, was ich auch schon mal angesprochen habe, aber das verliert halt nicht an Aktualität. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch viel Spaß, gebt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, das war's. So, jetzt nehme ich mal meinen Comdesh-Stock, denn ich muss ja meine Kamera finden. Und jetzt gehe ich mal Richtung Kamera. Oh, da bin ich ja schon. Okay, Spaß, ich brauche jetzt keinen Stock, um meine Kamera zu finden, aber ich wollte witzig sein.